Hallo und willkommen zum Tutorial über das Multiplizieren von Brüchen. Beim Multiplizieren von Brüchen denkst du dir jetzt wahrscheinlich, oje, oje, das ist vielleicht ganz schwierig, aber ich verspreche dir, das Multiplizieren von Brüchen ist noch viel einfacher wie das Addieren oder das Subtrahieren von Brüchen. Das glaubst du mir jetzt vielleicht nicht, aber ich zeige dir jetzt einfach in den ersten paar Übungen gleich, dass es wirklich tatsächlich viel einfacher ist. Und wir legen direkt mal los. Und zwar fangen wir an mit 1/2 mal 1/2. So, und beim Multiplizieren gibt es eigentlich immer die gleiche Regel, die ist ganz einfach. Wenn du Brüche multiplizierst du, hast du eigentlich zwei Multiplikationsaufgaben. Und zwar multiplizierst du einmal die beiden Zähler zusammen, also hier die 1 und die 1, also 1 mal 1. Und du multiplizierst einmal die beiden Nenner zusammen, also 2 mal 2. Das ist es schon, mehr musst du dir gar nicht merken und mehr muss man gar nicht machen. Und das rechnen wir jetzt mal aus. Also 1 mal 1 ist ja 1, ganz einfach, und 2 mal 2 ist 4. Das heißt, wenn wir 1 mal 1, 1/2 mal 1/2 rechnen wollen, dann kommt da 1/4 raus. Und es macht ja auch Sinn, wenn du dir überlegst, du hast zum Beispiel von einer halben Pizza die Hälfte, dann bleibt da nur noch eine Viertel Pizza übrig. Und ja, scheint also zu stimmen. Also ganz einfach, einfach nur Zähler und Nenner jeweils miteinander multiplizieren. Und schon hast du dein Ergebnis. Und jetzt machen wir einfach noch eine ganze Menge von weiteren Übungen. Dann siehst du, dass das alles kein Hexenwerk ist. So, machen wir mal weiter. Nehmen wir mal 1/2 mal minus 1/2. So, da macht man am besten auch eine Klammer drum. So, und das ist ja das gleiche wie 1/2 mal minus 1/2. Das können wir auch so umschreiben. Kannst du dir merken, also das Vorzeichen kannst du auch immer oben in den Zähler mit reinziehen. Und so schreibe ich das jetzt auch für den Rest dieses Videos einfach. Da lässt sich es ein bisschen leichter rechnen, muss man nicht so viel schreiben. Also 1/2 mal minus 1/2, gleiche Formel, 1 mal minus 1 durch 2 mal 2 und das gibt minus 1 durch 4. Also minus 1/4 könnten wir auch schreiben, ne? Minus 1/4. Ist aber das gleiche, gilt beides. Okay, jetzt denkst du dir vielleicht, aha, ist ja einfach, die Nenner sind ja gleich, aber du wirst schon sehen, das macht überhaupt keinen Unterschied. Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, wo die Nenner unterschiedlich sind. Nehmen wir mal 2 Drittel mal 1/2. Auch hier wieder 2 mal 1 durch 3 mal 2. Und das ergibt 2 mal 3 mal 2 ist 6. 2 durch 6, also 2 Sechstel. Und das können wir jetzt noch kürzen. Vielleicht, hoffentlich hast du das Video gesehen über gleichwertige Brüche. Du kannst also jetzt sowohl Zähler als auch Nenner jeweils immer mit der gleichen Zahl multiplizieren oder teilen. In dem Fall wollen wir den Bruch einfacher gestalten und teilen jeweils durch 2. Das heißt, wenn wir hier durch 2 teilen, kommt da 1 raus und wenn wir hier durch 2 teilen, kommt da 3 raus. Das heißt, unser gekürztes Ergebnis ist 1/3. So, da gibt es jetzt noch einen Trick, wie man das rechnen kann. Du siehst schon, ich kann hier kürzen. Vielleicht gibt es ja da irgendwie eine Möglichkeit, auf dem Weg dorthin schon einfacher zu rechnen, sodass die Zahlen nicht so groß werden. Und da gibt es tatsächlich einen ganz einfachen Trick. Und zwar könnten wir beim Mal nehmen, können wir ja die Reihenfolge beliebig ändern. Das heißt, wir rechnen jetzt nochmal von vorne 2 Drittel mal 1/2. So, da haben wir gesagt, es ist 2 mal 1 durch. Oh, Entschuldigung, da habe ich mal 1/2 gesagt, aber 1/3 geschrieben. Das soll natürlich 1/2 sein. So, und da multiplizieren wir jetzt noch den Nenner zusammen, also 3 mal 2. So, und beim Multiplizieren können wir ja die Reihenfolge tauschen, wie ich gerade eben gesagt habe. Das heißt, du könntest hier auch schreiben 1 mal 2, einfach gedreht, ne? Durch unten den Nenner lassen wir gleich, 3 mal 2. Und jetzt können wir es auch wieder separat in einzelne Brüche schreiben.
könnten wir schreiben, ein Drittel mal 2 halbe. Und 2 halbe ist ja nichts anderes als 1, wenn wir es kürzen. Also es ist gleich wie ein Drittel mal 1. Und ein Drittel mal 1 ist natürlich einfach nur ein Drittel. Jede Zahl mit 1 multipliziert ist diese Zahl. Also ein Drittel. Siehst du schon, also wenn wir das umdrehen, können wir das so machen. Und wie du schon siehst, die 2 steckt hier irgendwie doppelt drin. Die kann ich hier später kürzen. Und das kannst du eben schon hier vorne machen. Du kannst diese 2 schon gleich vorne kürzen. Das heißt, du könntest einfach auch schreiben, ich mache es jetzt nochmal, 2 Drittel mal 1/2 kannst du jetzt schon sagen, aha, ich kann 2 und 2 jeweils durch 2 teilen, da bleibt da 1 stehen und dann habe ich als Ergebnis hier noch 1 mal 1, das ist 1 und 3 mal 1 ist 3. Und dann habe ich hier ganz schnell mein schlankes Ergebnis und muss nicht erst über größere Zahlen rechnen. Das macht sich vor allem dann, ist es vor allem dann sehr hilfreich, wenn du eben größere Zahlen hast, um nicht erst große Zahlen zu berechnen und dann später zu kürzen, kannst du es eben vorher auch schon machen. Das ist ein Trick, den kannst du nutzen, musst aber nicht. Du kommst auf jeden Fall immer zum gleichen Ergebnis, zum richtigen Ergebnis, aber es hilft manchmal. Wir können jetzt einfach noch ein paar Aufgaben rechnen, da werden wir dann den Trick ab und zu mal noch anwenden. Dann siehst du schon, wie das funktioniert. Machen wir einfach mal weiter. So, noch ein paar Beispielaufgaben. 3 Siebtel mal 2 Fünftel. So, wieder einfach nur 3 mal 2. 3 mal 2 ist 6. Und im Nenner 7 mal 5 ist 35. Und das war's schon. Schon fertig. Das war die ganze Aufgabe. Schon 2 Brüche multipliziert. So einfach ist es. Noch ein paar Aufgaben. Nehmen wir mal minus 3 Viertel mal 2 Elftel. So, und das ist dann minus 3 mal 2 ist minus 6 durch 4 mal 11 ist 44. So, und das kann ich jetzt auch noch kürzen. Ich kann das nämlich beides durch 2 teilen, oben und unten, also im Zähler und im Nenner. Und minus 6 durch 2 ist 3. Und 44 durch 2 ist 22. Gut, die gleiche Aufgabe können wir auf die gleiche Aufgabe können wir jetzt auch nochmal unseren Trick anwenden. So, dann machen wir das mal. Minus 3 Viertel mal 2 Elftel. Was wir hier machen können, ist sagen, aha, die 2 und die 4 kann ich beide durch 2 teilen. Das heißt, 2 durch 2 ist 1 und 4 durch 2 ist 2. Und jetzt muss ich nur noch mit den gekürzten Zahlen rechnen. Jetzt kann ich dann nämlich sagen, okay, minus 3 mal 1 ist minus 3 und 2 mal 11 ist 22. Und so komme ich schon ganz schnell zu meinem Ergebnis und muss nicht erst über die 44 gehen. Gut, ich hoffe, das ist so einleuchtend. Wir machen aber einfach noch ein paar mehr Beispiele. Nehmen wir mal noch minus 2 durch 5 mal minus 2 durch 5. So, du erinnerst dich hoffentlich noch beim Multiplizieren von negativen Zahlen. Da gibt es eine ganz einfache Regel. Minus mal Minus ist Plus. Also minus 2 mal minus 2 ist 4. Und 5 mal 5 ist 25. So, das war's schon wieder. Ganz einfach. Ich hoffe, das siehst du auch so und nicht nur ich. Aber wir machen noch ein paar Aufgaben. Nehmen wir mal 2 Neuntel mal 18 Halbe. So, und jetzt sieht man schon, aha, hier kann ich eine ganze Menge kürzen. Jetzt machen wir es erstmal mit diesem Trick. Ich kann hier kürzen 2 und 2 jeweils durch 2, bleibt eine 1 übrig. Und 9 und 18 kann ich beides durch 9 kürzen. 9 durch 9 ist 1 und 18 durch 9 ist 2. Das heißt, da bleibt hier 1 mal 2 übrig
Ich schreibe es nochmal hin. 1 mal 2 und unten 1 mal 1. Ja, und es gibt 2 durch 1 und 2 Eintel sind ja 2. So. Gut, jetzt, wenn dir der Trick noch nicht so behagt, zeige ich dir einfach nochmal die normale, ausführliche Art, das zu rechnen. Und zwar schreiben wir nochmal unsere Aufgabe hin. 2 Neuntel mal 18 Halbe. So, also einfach Zähler multiplizieren. 2 mal 18. 2 mal 18 ist 36. Und 2 mal 9. 2 mal 9 ist 18. So, und jetzt kann ich kürzen. In dem Fall kann ich durch 18 kürzen und dann kommt hier 2 raus. So, also du kannst wirklich beides machen. Wie du siehst, die obere Version mit dem Trick, mit dem früher schon kürzen, ist einfach ein bisschen einfacher, vor allem wenn du es mit größeren Zahlen zu tun hast. Du kannst aber unten auch den ausführlichen Weg wählen und dann einfach später kürzen. Funktioniert genauso gut. Ist vielleicht nur manchmal ein bisschen umständlicher, wenn du über große Zahlen dabei stolperst. So, ein Beispiel machen wir noch, oder vielleicht noch zwei. Nehmen wir noch mal minus 5 durch 7 mal 1 Drittel. Also auch hier wieder, minus 5 mal 1 ist minus 5. Und 7 mal 3 ist 21. Auch schon wieder fertig. So einfach ist es. Und eine Abschlussaufgabe machen wir noch. 15 21stel mal 14 Fünftel. So, hier merkst du jetzt schon, wenn wir jetzt erst alles ausrechnen, deshalb nutze ich jetzt auch gleich den Trick, dann werden die Zahlen sehr groß. Das will ich jetzt eigentlich gar nicht rechnen, 15 mal 14. Ich kann aber nämlich hier schön kürzen. 15 und 5 ist beides durch 5 teilbar. Und 15 durch 5 ist 3 und 5 durch 5 ist 1. So, und welche Farbe nehmen wir denn? Und 14 und 21 sind beide durch 7 teilbar. Das heißt, 14 durch 7 ist 2 und 21 durch 7 ist 3. Jetzt sieht das Ganze schon viel, viel einfacher aus. 3 mal 2, ich schreibe es nochmal hin, dass wir es schön nochmal geordnet sehen. 3 mal 2 und im Nenner steht 3 mal 1. So, dann steht hier 6 Drittel und jetzt kann ich nochmal kürzen auf die 2. So, ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht und dass du damit schon jetzt deine eigenen Aufgaben rechnen kannst. Wie du siehst, das ist ganz einfach. Beim Multiplizieren von Brüchen einfach nur die Zähler miteinander multiplizieren und die Nenner miteinander multiplizieren und schon bist du fertig. Viel Spaß!